Mein Name ist Christina Auer. Ich habe jetzt für unsere Gruppe, für unsere Prototype-Gruppe, das Projekt InnoBox vorgestellt in einer Session. Und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir sehr viele Anregungen bekommen haben aus dem Plenum. Also es wurden kritische Fragen gestellt, gerade was die Finanzierung angeht, weil unser Konzept momentan ja vorsieht, dass wir auch Redakteure beschäftigen, die die Inhalte aggregieren aus den Seiten, die es im Internet gibt. Und die müssen ja natürlich auch bezahlt werden. Also zumindest ein paar von denen sollten bezahlte Kräfte sein. Und da ist mir jetzt nochmal klar geworden, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist. Es wurde außerdem auch eine gute Idee meiner Meinung nach eingebracht, nämlich dass man sich an den Börsenverein irgendwie andocken könnte, dass man nämlich unser Konzept als zusätzlichen Service für Mitglieder anbieten könnte, weil wir ja im Prinzip den Leuten aus der Buchbranche alle möglichen Informationen ganz zentral zur Verfügung stellen, die für sie wichtig sind, um Innovationen zu entwickeln und umzusetzen und ihnen dadurch halt ein bisschen Arbeit abnehmen im Prinzip oder auf jeden Fall Recherchezeit sparen. So.